Moin moin, Freunde der Nacht. Ihr werdet nicht erraten. Ich hätte es ja selber kaum geglaubt. Ich hätte es auch nicht erraten, wenn ich es nicht im blöden Videotitel gelesen hätte, was ich heute gefunden habe. Deswegen mal schnell ein Video außer der Reihe, ohne Vorspann, ohne große Väterlesen. Schnell durch. Ich war so begeistert. Ich war verliebt. Ganz ehrlich. Ich war verliebt. Die Tussi stand mir noch mal im Glück im Weg. Die habe ich weggemacht. Schnell noch den Riss holen. Und dann traf ich auf meine große Liebe. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es echt nicht glauben. Nach über 100 Runden Quickplay hatte ich niemals damit gerechnet, dass ich diese Waffe dort in diesem Modus finden werde. Ich war auch völlig wie paralysiert oder wie besoffen. Ich wusste nicht wohin. Einfach mal los, am liebsten raus. Aber das ging ja nicht. Über alles drüber gelatscht, Geräusche gemacht. Oh, es wurde geschossen. Ich dachte, hat er mich gesehen. Ich hatte Angst. Angst, meine große Liebe wieder zu verlieren. Aber auch die Hoffnung auf einen ersten Kill. Das musste mein erster Kill werden. Also bin ich ihm hinterher. Auf leisen Sohlen habe ich mich angeschlichen. Der Bruder schoss noch fröhlich. Fühlte sich recht allein auf dem Server. Dachte, er ist the King of the Hill oder so. Ja, schieß ruhig weiter. Ich wusste, wo du bist, meiner. Du bist mein erstes Opfer, dachte ich mir. Aber schön, immer schön in Deckung und hinterher scheiß offenen Flächen. Oh, ich war echt aufgeregt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da für eine Macht in der Hand hielt. Also ich habe diese Waffe ja noch nie geschossen. Und ich wusste auch nicht, wie wird sie sich verhalten, wie schießt sie. Und ich habe mir auch die Stats jetzt da, als ich sie gefunden hatte, ich war ja wie besoffen. Ich habe ja nicht mal nachgeguckt, was ich da gefunden habe. Aber hier irgendwie war ich ihm jetzt schon ziemlich nah. Und wollte natürlich so wenig Geräusche machen wie möglich. Das war aber natürlich auch ziemlich leichtsinnig, wenn ein Jäger irgendwo hinter mir oder neben mir mich gesehen hätte. Ein Treffer und der Traum von der ersten großen Liebe wäre zu Ende gegangen. Schneller, als ich sie gefunden hätte. Ein Kopfschuss und Ruhe wäre gewesen. Aber ich konnte nicht rennen. Ich wollte ja nicht, dass er mich hört. Schon das Rascheln der Blätter ging mir auf den Sack. Weil ich wusste, er ist hier irgendwo. Er musste hier sein. Rechts hatte ich ein Pferd gehört. Und da waren auch Steps. Ganz leise. Jetzt stehe ich natürlich auf und mache selber genug Lärm. Das war dämlich, weil ich wusste ja eigentlich, ist er in der Nähe. Er musste in der Nähe sein. Es wurde auch nicht mehr geschossen, es war ziemlich ruhig. Okay, die Heilquelle wurde gefunden. Schnell einen Blick auf die Map. Und da steht er rechts und trifft mich. Trifft mich, aber zum Glück nicht. Und er schießt weiter. Und jetzt kommt's. Er rennt mir direkt in die Arme. Guckt euch diese Power an. Unbeschreiblich. Dieses Gefühl, unbeschreiblich. Er wusste gar nicht, auf was er sich einlässt. Er tat mir fast leid, aber auch nur fast. Ich hatte auch keine Ahnung, was für eine Macht ich dort in den Händen hielt. So, jetzt Munition suchen. Scheiße, nichts gefunden. Aber zum Glück da drüben. Da drüben das Paradies. Tschupp, schnell hin. Munition. Aber die Enttäuschung war groß. 4 Patronen. Da war das Liebesglück doch etwas getrübt. Ich konnte es nicht glauben. Ach, da war noch eine Kiste, die muss ich noch holen. Eine ganze Patrone gefunden. Ich war etwas enttäuscht und nochmal hin, nochmal gucken. Steht noch irgendwo eine Kiste? Habe ich die auch alle geöffnet? So, und jetzt nähern wir uns dem eigentlichen Objekt der Begierde. Hier werde ich auf andere Jäger treffen, hatte ich gehofft. Und schnell hin. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt.
Hier treffen sie sich alle. Noch gucken, wo der Chef sitzt, wo er sich versteckt hat. Lärm gemacht, schön leichtsinnig reingerannt. Hier hätte schon jemand auf mich warten können. So wie ich es gleich machen werde. Da hocke ich und warte, dass jemand die Treppe hochkommt, so leichtsinnig wie ich. Den ich dann mit Leichtigkeit aus den Socken pusten werde. Redliche Betriebsamkeit um mich herum. Aber irgendwie wollte mir keiner den Gefallen tun und da reinkommen. Da wird gemetzelt. Da wird gerannt. 60 Sekunden noch und keiner hat irgendwie Bock, den Laden zu stürmen und sich die Heilquelle zu holen. Ich dachte, die kommen hier nur so reingerammelt, wie die Geistesgestörten oder so. Einer nach dem anderen, bam, bam, bam. Der da oben rennt sich dem Wolf. Aber jetzt. Einer will's wissen. Und er hat es erfahren. Ich meine, die Tür war eh zu gewesen. Ich habe ihm nur einen Gefallen getan. So bin ich. Hilfsbereit. Und weiter um mich drumherum wird gerannt, geschossen. Und keine Sau kommt hier rein. Also dachte ich mir, okay, raus hier. 8 Sekunden noch. Vielleicht holst du noch einen Kill. Vielleicht machst du noch einen Kill. Aber leider, leider nein. Und so geht sie gleich dahin. Die Liebe meines Lebens, die Liebe auf den ersten Blick, sie gibt es wirklich. Oder es gibt sie wirklich. Da noch ein Typ auf mich geschossen und da ist es vorbei. Ich war traurig. Es tut mir auch leid, dass ich nicht mehr Kills gemacht habe, aber ich war so aufgeregt. Und ich wollte meine Liebe nicht verlieren. Und jetzt ist sie weg. Für immer. Macht's gut.